Shadow Warrior 3. Wäre es nicht im Game Pass gewesen, hätte ich es wahrscheinlich nie gespielt. Hätte ich es bereut, nie gespielt zu haben? Kurz und knapp? Nö. Aber dennoch war es sehr spaßig. Wie es der Zufall so will, hatte ich letztes Jahr ebenfalls dank dem Game Pass auch den zweiten Teil gespielt, der aber ein ganzes Stück anders ist als der dritte Teil. Ich habe ja, wie einige vielleicht mitbekommen haben, einen komplett neuen PC. Nur der Tower und die Festplatten sind geblieben. Und ich dachte mir, bevor du deine Let's Plays aufnimmst und immer was an den Einstellungen ändern musst, weil was wieder nicht stimmt, spielst du was, wo es nicht so wild ist, wo du mal Pause machst, rausgehst und in OBS die Einstellungen zu ändern. Hier sprang mir eben Shadow Warriors 3 ins Gesicht. Das perfekte Spiel, um mein Setup zu testen. Als es rauskam, wusste ich, dass dieses Spiel sehr schnell ist. Viel passiert und es ist bestückt von Effekten. Also, let's go, dachte ich mir. Und Gott sei Dank habe ich erst ein Spiel wie dieses genommen, um es auszuprobieren. In 2 Tagen und 6 Stunden Spielzeit entstanden 9 Aufnahmen, weil ich immer wieder was ändern musste. Es ist immer noch nicht perfekt bis zum Schluss. Aber ich finde den Fehler auch nicht. Irgendwann finde ich dich. Das habe ich noch aufgeschrieben. Ich habe den Fehler gefunden, okay? Gottverdammt. Ein neues Setup einrichten ist super anstrengend. Seitdem ich das Spiel das erste Mal startete, war mir klar, ich werde sowas von nicht auf die Story achten. Aber ich denke, das ist auch nicht das Spiel, das man spielt, wenn man Story will. Das Spiel erzählt dir nur irgendwas, um etwas gesagt zu haben. Um ehrlich zu sein, habe ich ganz oft auch nicht zugehört. Außerhalb der Cutscenes erst recht nicht. Da ich nicht sonderlich gut in Englisch bin und während man am Zocken ist, fällt es auch echt schwer, die Untertitel zu lesen. Anfangs versuchte ich noch mit Mühe zuzuhören. Als ich allerdings merkte, was für ein Humor dieses Spiel hat, wusste ich, dass ich den Dialogen eigentlich nicht lauschen musste. Ich mag sehr komischen Humor und das Spiel hat sehr komischen Humor. Nur ist das nicht mein komischer Humor. Ich hatte keinen Spaß an den Witzen und Erzählungen, aber darum geht es ja auch nicht. Das Spiel lebt von seinem Gameplay und das kann es. Das schnelle Gameplay und das Schnitzeln von Gegnern macht schon Laune. Eigentlich sind solche Games nicht wirklich was für mich. Ich musste auch erstmal reinkommen. Anfangs hatte ich nicht so viel Spaß, was höchstwahrscheinlich auch daran lag, dass ich im Minutentakt raustappen musste, weil was mit der Aufnahme nicht gestimmt hat. Als ich dies einigermaßen in den Griff hatte und endlich im Bann des Spiels gezogen wurde, hatte ich doch echt viel Spaß. Das Spiel ist ein Parcours nach dem anderen. Zwischen den Parcours gibt es immer Flächen, auf denen man dann Gegnerwellen besiegen muss, um weiterzukommen. Am Anfang hat man 2 bis 3 Gegner. Dann schnetzelt man sich voran, dann erscheint ein neuer Gegner. Dann schnetzelt man sich weiter voran und es erscheint wieder ein neuer Gegner. Falls ihr nicht wissen wollt, wie die Designs der Gegner sind, weil ihr es noch selbst spielen wollt, ihr dürft nun dieses Video verlassen, nachdem ihr einen Daumen runter dagelassen habt. Der Rest kommt in den Geschmack der Vielfalt der Gegner. Oh. Wie schon erwähnt, kommt nach und nach immer wieder ein neuer Gegner hinzu. Die neuen Gegner werden auch schön mit kleinen Sequenzen vorgestellt. Das erste größere Viech war so ein Fetter. Wer als zweites kam, weiß ich schon gar nicht mehr. Gegner lassen sich mit einem Finisher-Move hinrichten. Und das ist ziemlich spaßig. Wenn man einen Gegner hingerichtet hat, bekommt man je nach Gegner etwas. Mal ist es eine Waffe, mal eine Bombe oder ein Stück vom Kopf. Der Kopf lässt Feinde einfrieren und verbraucht nur einen Goldbalken. Dies habe ich am Anfang 2-3 Mal gemacht, lohnt aber nicht. Interessanter wird es, wenn man zu den größeren Feinden kommt. Wenn man die hinrichtet, verbraucht es 2 dieser Goldbalken. Doch der spaßigste Finisher für mich war der Maulwurf. Den habe ich gern gemacht, obwohl ich den Drüllarm, den man bekommt, nicht sonderlich geil fand. Der Finisher von der Ziehharmonika und von dem Ninja-Samurai-Typen sind nicht so spaßig, wobei das von der Ziehharmonika doch ein bisschen unterhaltsam ist. Doch sind die Waffen, die man dadurch rausbekommt, sehr spaßig. Der Samurai beschenkt dich mit einem Riesenschwert, mit dem du alles, wirklich alles schnetzeln kannst. Und die Ziehharmonika schenkt dir eine Waffe, aus dem kleine, bunte Raketen geschossen werden. Ich hatte auch daran sehr viel Spaß. Ebenfalls viel Spaß hatte ich, dass egal was passiert auf dem Bildschirm, dass ich ein flüssiges Bild hatte. Ich bin das echt nicht gewohnt. Durch die ganzen Gedärme auf dem Bildschirm, dann auf einmal ein Gesicht vor Augen zu haben und direkt drauf zu schießen und er zerfällt in seine Einzelteile. Das ist alles unfassbar unterhaltsam. Was hingegen nicht sehr unterhaltsam war, war, dass das Wechseln vom Gameplay zu den Zwischensequenzen nicht reibungslos verlief. Oftmals hatte ich das Gefühl, oh, jetzt stürzt das Spiel ab. Das war schon nervig. Die Zwischensequenzen waren aber teilweise schon sehr unterhaltsam. Nur noch eine Spoilerwarnung an die Leute, die die Story noch nicht hören möchten. Ihr könnt euch jetzt auch verpissen, nachdem ihr ein Abo dagelassen habt. Tschö! Seid ihr weg? Gut. Pisser. Wir sind Wong Shu, glaube ich, so hieß der. Wir brauchen wohl unser Mojo wieder. Und wir haben einen Freund bei uns. Anfangs noch als Maske, später bekommt er einen Körper. Im Prinzip wollen wir auch nur den riesigen Drachen töten. Heißt, wir schnetzeln uns durch ein asiatisches Setting, das auch sehr cool ist, wie ich finde.
Ich bin der Typ, ich schaue mich super gerne in Gegenden um. Hier nicht. Das würde aber auch nicht zum Flow des Spiels passen. Aber das, was ich sah, war echt stimmig und hat super Bock gemacht. Ab und an kann man auch die Umgebungen nutzen, um Feinde zu besiegen. Dies kommt allerdings nicht so häufig vor. Es hätte echt öfter sein können. Ich finde, das war nämlich ein sehr spaßiger Teil des Spiels. Die Gegner, die wir bekämpfen, sind Dämonen. Sowas wie die Ziehharmonika fand ich designstechnisch sehr unterhaltsam. Den Rest fand ich eigentlich nicht so besonders. Aber auch nicht scheiße. Der Gewaltheitsgrad ist allerdings sehr cool. Als ich von dem Spiel mitbekommen habe, dachte ich, das Spiel lebt von seinen coolen Bossen. Tut es aber nicht. Es gibt nur zwei Bosse in dem Game. Und der letzte ist nur ein Klumpen Fleisch. Was als Endboss doch unfassbar enttäuschend ist, hä? Ja, der Kampf war okay. Der erste Boss, den man begegnete, war allerdings ziemlich witzig. Das war so ein schräges Riesenhuhn, das auch eine zweite Phase hat. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass solche Bosse öfters auftreten. Weil im Prinzip macht man 6 Stunden lang immer das gleiche. Parcours, Feinde schnetzeln und wieder Parcours. Länger als 6 Stunden hätte ich es auch wirklich nicht gespielt. Außer es gäbe mehr Bosse. Das hätte mir den Ansporn gegeben, weiterzumachen. Aber so war es auch okay für die 6 Stunden. Das Highlight des Spiels ist definitiv das Ende. Am Ende gehen wir nämlich in den Riesendrachen rein. Da drin hat es mir sehr gefallen. Bis auf den Endboss, wie gesagt. Eigentlich wollte ich zu dem Spiel kein Video machen, aber ich dachte mir, wenn ich schon die vollen Aufnahmen habe, erzählst du halt mal was kurz drüber. Und ich meine, zwischendurch mal so ein kurzes Video zu haben, ist doch auch ziemlich okay, gerade wegen meinem neuen Setup. Ich bin Tag für Tag dran, alles zum Laufen zu bringen. Es stand nämlich im Raum, dass das Motherboard defekt ist, weil ich mich mit dem LAN-Kabel nicht verbinden konnte. Und Wi-Fi hat auch nicht funktioniert. Wir mussten es auf einen alten Treiber neu machen lassen und jetzt scheint es zu funktionieren. Und jetzt scheint nach einer Woche wirklich schwerer Arbeit alles zu funktionieren. Heute sollte die erste Folge Atomic Heart Let's Play rauskommen. Und ich wollte eigentlich schon so weit in dem Spiel sein, dass ich darüber reden kann. Ich kann das Spiel nicht mehr starten. Das Spiel lässt sich nicht... Ich habe alles versucht, damit es startet. Dann dachte ich mir, okay, tust es deinstallieren, um es wieder neu zu installieren. Ich kann es nicht installieren. Jedes andere Spiel funktioniert, nur dieses, was ich spielen will, funktioniert nicht. Jetzt bin ich gerade dran, Dead Space zu spielen, beziehungsweise ich habe es jetzt eingerichtet. Und eigentlich wollte ich das jetzt sofort anfangen, aber ich dachte mir, mach doch das Video auch noch schnell fertig. Das sind, keine Ahnung, 20 Minuten, wo du da sitzt und das kurz aufnehmen kannst. Weil es echt nicht viel Text ist und echt nur ein ganz kurzes Video ist. Und dann wird das nächste Video, das auf diesen Kanal kommt, wahrscheinlich ein Dead Space Video sein. Sicher bin ich mir noch nicht. Es kann immer noch wieder was dazwischen kommen. Das Internet kann ausfallen oder sonst irgendwas. Ich habe echt keine Lust mehr weiterzumachen. Worauf ich allerdings Lust habe, kann Dead Space auf 4K und alles auf Ultra spielen. Und nebenbei aufnehmen. Das werde ich jetzt tun. Seid gespannt auf das nächste Video. Entschuldigt, dass das hier ein bisschen kleiner und nicht so informativ aufgefallen ist. Aber ich hatte dennoch ein bisschen Lust, darüber zu reden. Die nächsten Videos werden wieder länger und cooler. Versprochen. Tschüss.